Hallo und willkommen. Schön, dass du wieder da bist bei diesem Flexi-Workout. Es wird anstrengend. Ich labere auch gar nicht so lange, weil das Workout soll kurz sein. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, stell dir eine Trinkflasche bereit, damit du immer wieder zwischendurch trinken kannst. Und auf jeden Fall, falls du dich herausfordern möchtest und falls du Gewichtsmanschetten zu Hause hast, dann schmeiß die dir jetzt gleich drauf. Hier. Einmal die Gewichtsmanschetten drauf, weil dann ist das Workout gleich noch viel intensiver und wir bauen mehr Kraft auf. Aber wenn du noch am Anfang stehst, würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Mach das Workout mal ohne und beim nächsten Mal kannst du es dann mit ausprobieren. Schön festmachen. Weil es werden einige bewegende Übungen dabei sein und die Gewichtsmanschetten sollen dich auf jeden Fall nicht stören. Das heißt, hier wirklich schön festmachen, einmal den Test und wenn sie wirklich verrutschen, dann nochmal fester schnallen und dann sollte das gut funktionieren. Jetzt, yes. Wir sind ready und wir starten im Stehen. Weiter. Wir greifen hier mit dem rechten Arm zur linken Zehe, das heißt, du holst hier dein Bein in die Höhe, das kann auch schon ein bisschen dynamisch sein und tappst dann einmal zack an der Zehe ab. Deine Hand sollte aber jetzt nicht runtergehen, das heißt, wir bewegen uns nicht mit dem Oberkörper, sondern das Ganze kommt hier wirklich aus dem Bein und wir wechseln uns ab. Los geht's! Und wieder abstellen. Sehr gut gemacht. Kurz auslockern. Und dann komm hier gleich langsam in einen breiteren Stand. Die Knie und die Zehen zeigen leicht zur Seite nach außen. Spann hier auch fest deine Oberschenkelmuskulatur an. Popsch fest anspannen. Bauch aktivieren. Oberkörper ist gerade. Mit geradem Rücken kommen wir hier tief und wieder in die Höhe. Tief. Knie ziehen, aktiv auseinander, lass sie nicht nach innen fallen. Schön hier aktiv auseinanderziehen, so tief wie du kannst und wieder hoch. Oh, dann halten wir tief. Halte tief, komm in Position und heb jetzt deine Fersen von der Matte ab. Und wieder abstellen. Heben, abstellen. Los geht's. Halte die Spannung, halte durch, du kannst das. Und wieder abstellen, sehr gut gemacht. Komm in die Höhe, kurz auslockern. Komm wieder hier zusammen. Unsere nächste Übung ist in der Liegestützposition. Das heißt, wir kommen hier jetzt nach unten. Einmal in die Liegestützposition.
drück dich hier aus den Schultern fest heraus. Achtung, kein Hohlkreuz. Schön Bauchnabel nach innen ziehen. Das Gewicht auch auf die Hände. Das heißt, wir sind nicht irgendwo hier, sondern wirklich hier schön in den Stütz kommen. Und wenn du bereit bist unter Spannung, kommen wir zu den klassischen Mountain Climbers. Zieh hier dein Knie ganz weit nach oben. Schön die Spannung halten. Langsam machen wir das Ganze zuerst. Und jetzt werden wir schneller und wir fangen an zu laufen. Halte durch, schneller. Und wieder abstellen. Sehr gut hast du das gemacht. Leg dich jetzt gleich auf den Bauch. Roll dich ab. Dann ziehen wir ein Bein in die Höhe und wieder tief. Ganz langsam kontrolliert hoch, Knie ganz durchstrecken, wieder tief hoch und tief. Los geht's. Und Richtungswechsel, machen das Ganze auf die andere Seite, Knie ganz durchstrecken, zieh hoch und wieder tief. Los geht's, 15 Mal. Einmal noch und wieder ablegen. Sehr gut gemacht. Locker deine Beine kurz aus. Schüttel deine Hüfte. Mach das, was dir angenehm ist. Und dann kommen wir auch schon ins Finale. Wir platzieren uns hier seitlich. Hier einmal schön ablegen, du kannst deinen Kopf hier gern auf deiner Hand abstützen. Streck deine Beine ganz durch, halte hier fest die Spannung, auch hier im Rumpf. Fest die Spannung halten, schau nicht, dass du hier deinen Bobsch hier nach hinten werfst, sondern wirklich hier schön wie ein Brett bist, ganz gerade. Und dann ganz kontrolliert und unter Spannung ziehen wir hier das Knie Richtung Ohr und wieder tief. Knie zum Ohr, tief. Los geht's. Und dann Knie zum Ohr, so weit wie du kannst. Versuche hier wirklich schön aktiv dein Knie Richtung Ohr zu ziehen. Schau, dass du hier schön stabil bist, Bauchspannung halten. Und wir strecken hier durch und ziehen hier Nosskraft tief, tief, tief. Und wieder ablegen. Sehr gut gemacht. Und es geht weiter. Wir wechseln gleich zur anderen Seite. Du kannst dich jetzt einfach umdrehen. Mach noch einmal die seitliche Übung. Ich wechsle hier einmal, damit du mich von vorne siehst. Hier wieder schön hinlegen. Kopf gerne abstützen. Hier bist du schön gerade wie ein Brett. Du weichst nicht nach hinten auf. Du hast keine Knie abgewinkelt. Hier schön fest. Alles aktivieren und anspannen.
Und dann ziehst du hier wieder dein Knie hoch Richtung Ohr, wie als würdest du dein Knie auf deinem Ohr ablegen wollen. Hier schön weit ziehen und wieder tief. Und hoch und tief. Los geht's. 15 Mal. Und wir halten jetzt hier schön fest das Knie aktiv zum Ohr ziehen und streck hier dein Bein ganz durch, fest anspannen und zieh hier 15 Mal tief, tief. Und wieder ablegen. Sehr gut gemacht. Hallo und schön, dass du gerade hier mit mir gemeinsam trainiert hast für den Spagat. Wenn du jetzt so richtig Bock hast und das gesamte Workout machen möchtest, was 40 Minuten lang dauert und es ist richtig intensiv für Spagate, dann hol dir jetzt gleich deine gratis Stretching-Woche. Stretche mit mir online. Die ersten 7 Tage sind wirklich völlig kostenfrei für dich. Du kannst dich in den Videos durchprobieren. Es gibt jede Menge Workouts, intensive Flexibility-Trainings, Mobility-Sessions, Relax-Sessions und noch viel, viel mehr. Schau einfach mal direkt auf der Website www.caesars-stretching.at vorbei und ja, dann sehen wir uns später auf der Matte.